wenn wir nicht mehr da sind oder die Hälfte nicht mehr da sind, weil die uns die Zulassung erziehen oder weil die Arbeitsumstände so unhaltbar werden, dass wir jetzt unsere Zulassung zurückgeben, was anderes machen. Wir müssen ja nicht als Arzt oder Schwestern arbeiten, machen wir halt was anderes. Ja, dann werden Sie mal sehen, wie schnell das geht. Und das haben ja einige Länder schon vorgemacht. Slowakei ist immer führend. Da haben einmal 3000 Ärzte gestreikt vor ein paar Jahren. Innerhalb von einer Woche wurde dieses Gesetz eingestellt. Ja, die haben einen Antrag gestellt. Innerhalb von ein, zwei Wochen wurde Ivermectin zugelassen als Corona-Therapie in Slowakei. Die haben zusammengehalten. Die Medizin hat ja sich in den letzten 50 Jahren nicht groß weiter bewegt. In vielen Richtungen. Akut für schwere Krankheiten, lebensbedrohliche Krankheiten, gerade Unfallchirurgie, offene Frakturen oder sowas, oder Hirnblutungen und so weiter, ist immer besser geworden. Ja, aber chronische Krankheiten, sagen Sie mal eine chronische Krankheit, die wir wirklich heilen können. Ja, da war der letzte Vorstoß, waren da vielleicht der letzte große Sprung, waren die Antibiotika-Entwicklung, den Zweiten Weltkrieg und die Insulin-Entwicklung. Damals, ja, aber danach haben wir Antibiotikaresistenzen bekommen, wir haben auch Insulinresistenzen. Da können wir eigentlich gar nichts machen. Hallo, liebe Zuschauer. Da uns YouTube ja massiv zensiert, können wir hier keine kritischen Inhalte mehr zeigen. Deswegen könnt ihr weiterschauen auf der Internetseite kai-stut.com. Dort werdet ihr alle alten Videos und auch die neuen finden. Ich wünsche euch viel Spaß, euer Kai Stut.